Jojo Leute, was geht ab? Euer Dan hier wieder am Start und heute kommt mal wieder ein neues Video. Und zwar werden wir heute das nächste Fahrzeug vorstellen von meinem Vater. Und zwar nehmen wir heute mal den Hanomag R460 dran. Ja, ich wäre dafür, wir gehen jetzt mal zu meinem Vater hin und dann kann er mal losquatschen. Moin Moin Meister. Moin Moin Kameraden. So, hier haben wir jetzt deinen wunderschönen Hanomag R460. Den hast du dieses Jahr das erste Mal jetzt rausgeholt, ne? Der R460, der Hanomag, den habe ich 2018 abgemeldet. Ja. Weil der lief noch auf mein Opa deinen Namen. Und mein Opa ist schon seit 68, 50 Jahre tot, ne? 68, ja, 50 Jahre tot. Und der hatte meinen Cousin den immer so ein bisschen noch für Landwirtschaft. Mhm. Und seit 2000 habe ich denn den genommen, bekommen, gekriegt von meinem Onkel. Und 2001, 2002 habe ich ihn dann mal neu grundiert. Ja. Neu lackiert, neu ein bisschen abgebaut, die Bremsen gemacht, Achsschenkel ein bisschen ausgebuchst, alles so Kleinigkeiten gemacht und das ist der Zustand jetzt von 2002. 2002 war es? 2002 habe ich den lackiert, bei uns, bei mir im Garten. Ich mache ja alles bei mir im Garten. Ja. Ich weiß noch damals, wo der frisch lackiert war, damals war ich ja noch klein. Ja, da bist du mal ja rumgelaufen. Genau, da sind wir rumgelaufen und dann bin ich einmal über die, da habe ich Verstecken gespielt mit dem Kumpel. Ja. Bin ich über die Motorhaube rübergerutscht. Ja, mit Schuhe oder was, mit die Turnschuhe. Ja, und habe da glaube ich einen Kratzer oder so rein. Ja, mehrere Kratzer. Die Kratzer sind heute noch drauf. Ja. Ja. Ja, das ist also noch, wie gesagt, Originalzustand. Ja. Motor, alles noch original. Eine Kupplung ist mal neu reingekommen. 1973 haben wir mal eine Kupplung neu gemacht. Das ist schon lange her. Das ist noch eine alte Winde hier vom Langholzfahren und so. Ja, die, dazu muss man ja sagen. Was die alten Fuhrleute so noch wissen, heute und die modernen wissen das sowieso nicht mehr, wofür das war. Ja, aber dazu muss man ja sagen, die hast du selber gebaut, so gesehen, ne? Also jetzt. Nee, die ist auch von meinem Opa früher. Weil ja, ich sah aber jetzt hier das Holz alles. Langholz das ist ja gefahren selber. Früher. Das ist alt hier, das Holz habe ich mal neu dran gemacht. Ja, ja. Ne? Ich glaube, eine Stockwinde heißt sie. So ehrlich ist das jetzt. Kann ich hier nicht sagen. Ja, 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 ja. Dann hast du ja hinten, hast du ja. Und der ist original. Freude. Der ist original 1961 im November ausgeliefert worden, so wie er hier steht. Ja. Mit einer Schlanke und Reichert 6 Tonnen Winde hier. Mit der Bergstütze, mit den Kettengehänge. Hm. Ne? 80 Meter Seil drauf. Früher war noch mal ein, glaube 14 oder 15er Seil drauf. Hm. Und heute habe ich nur noch ein 13er Seil drauf. Ja, ich sag weil mal. Das ist ja nur Hobby, was ich mache. Ja. Mal so ein bisschen spazieren fahren und so. Und ich habe mich jetzt vor kurzem angemeldet. Ich habe jetzt auch Saisonkennzeichen wieder, 4 bis 10. Und natürlich, wie gesagt, schwarzes Kennzeichen, weil ich ja kein Gewerbe habe, nichts. Ja. Ich mache das ja nur als Hobby. Genau. Ja? Ja, dann hast du auch mal hier noch umgerüstet, ne? Mit Druckluft. Ich hab die mal auch 2002 gleich umgerüstet, ein bisschen auf Druckluftbremse, weil ich so einen Anhänger noch habe. Hm. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, der war vor den 85er Fiat. Das ist ein alter Langholzwagen. Ach, und der hatte Druckluftbremse oder hat Druckluftbremse. Und da habe ich das mal dementsprechend umgebaut, dass ich da auf den Anhänger Luft drauf kriege. Ja. Ja. Der hat auch eine dritte Bremse drin, das heißt eine elektrische Bremse. Wenn ich da auf den Knopf drücke, dann bremst der Langholzwagen, den ich hier hinter habe, normalerweise kann ich hier einstellen 30, 40, 50%. Dann bremst der, den geht nicht so viel Luft verloren. Ah, okay. Weil bei Einkreisbremse ist ja so, wenn der Bremsen tut, kommt ja keine frische Luft zu, keine neue. Ja. So, darum war das früher, dann hat man das so Ventile eingebaut, elektrisch, drückst du auf den Knopf, dann bremst der Anhänger, aber Trecker nichts bremst, ne? Okay. Ja, ja, das ist, die waren früher nicht dumm, ja. Das muss es natürlich hier mit Hand betätigen, die Bergstütze hier, ne? Die wurde hochgehoben, die Ketten eingehängt und dann wieder runter. Also man muss einfach sagen, wenn man damit früher Holzrücken war, und ihr wart ja früher damit Holzrücken mit dem Hanomag, mein Opa, mein Vater denn, ja. Ich meine, das war ja ein richtiger Knochenjob. Mein Vater war ja damals 23, wo wir den gekriegt haben, 1961 oder 24 war er. Ja, denn ich bin mitgefahren, ich war ja 4 Jahre alt. Ich bin mitgefahren, wo wir den neu, der ist nagelneu gewesen damals, ne? Ja. Ja. Erstaunlich, dann saßst du ja als Kind schon da drauf. Ich saß als Kind da drauf, wo wir den ersten Tag, wo wir ihn geholt haben. Ja, überlegen wir, und ich saß als Kind auch schon drauf. Ja, ja. Wahnsinn eigentlich. Und die dritte Generation auch schon, lässt ja auch. Ja, stimmt. Der hat immer unten gepennt da drauf, ja. 3 Generationen saßen da schon drauf, auf denen sie Kinder sitzen, so gesehen. Ja, wir können ja trotzdem mal rumgehen, hier mal. Eine Seilwinde. Ja, das Typenschild ist nicht mehr original, das haben wir mal im Wald verloren und kaputt. Ja. Ich habe es aber noch, Teile davon liegen, aber das habe ich nur so ein bisschen, das ist die Type hier, Baujahr 61.
16er Seil, früher war auch 15er. Und das ist die Seillage, einmal 8 Tonnen, einmal 4 Tonnen. Mhm. Also jetzt, wenn das Seil so voll ist, zieht sie etwas weniger. Ja. Durch die Umdrehung, durch den Durchmesser. Wenn das Seil jetzt ziemlich runter ist, hat sie ja die doppelte Tonnenzahl, ne? An Zugkraft. Das ist eigentlich viel zu viel Seil da drauf, aber das habe ich mal gekauft, das Seil. Ich glaube, so 70 oder 80 Meter, was das sind. Ja. Und das ist es drauf. Ja, klar. Das wird mich überleben. Es sei denn, mein Sohn Dennis, der macht da was mit. So, hier wie gesagt, Batteriekasten. Anlasser, alles noch das erste, ne? Erster Anlasser noch drin. Ehrlich, das ist der allererste. Das ist der allererste Anlasser noch, ja. Also Leute, das seht ihr mal, das ist da früher. 60 Jahre, Qualität, Bosch. Das ist noch Qualität. Heutzutage mal ein Anlasser, der 60 Jahre alt, das will ich mal sehen. Ja, ja. Na, ich sag mal, so ein Anlasser heutzutage, die Dinger gehen ja schon. Auch die Lichtmaschine. Lichtmaschine haben wir, glaube ich, nur die Kohlen mal gewechselt. Okay, aber trotzdem. Das kannst du ja alles selber machen, ne? Ja. Lichtmaschine und das. Ist das, was gibt es heutzutage auch nicht mehr so richtige Schilder drauf, ne? Sauberes Wasser verwenden, ja, ja. Ja, da sieht man halt noch, früher wurde halt viel mehr Wert auf Qualität gelegt. Ja, ne? Ja. Ja, von vorne sieht er natürlich klasse aus. Er hat 60 PS, ne? 60 PS, wie viel Hubraum? Die Säule 5,8 Liter oder was? Also ziemlich 6 Liter Hubraum hat er. Mhm. 5,8, ja, ja. Aber dadurch, dass ich ihn jetzt ungefähr 2 Jahre nicht mehr im Freien gesehen habe, den Hanomag, der kommt mir irgendwie auf einmal so klein vor, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil das kommt dadurch, weil die anderen Fahrzeuge größer werden. Ja. Wenn man die Fahrzeuge von Maiko Senk sehen, der hat jetzt einen neuen Skidder gekriegt oder einen neuen Traktor gekriegt. John Deere, das sind ja den doppelte, dreifache. Ja, das siehst du auch in der Landwirtschaft. Das ist ja. Ich habe einen da auch einen Mähdrescher. Die Dimensionen passen da nicht mehr zusammen. Ja, ich habe einen da auch einen Mähdrescher gesehen, ja, mit Kettenlaufwerk vorne. Ja. Also riesig das Ding, wenn man daneben steht. Ja, schön. Hier, wir können ja mal vorne mal reingucken. Oh, schon lange her. Früher als Kind saß ich immer, wenn wir irgendwo hingefahren sind, saß ich immer hier auf der Seilwinde drauf. Ich habe früher immer gesessen als Kind. Da habe ich da gesessen, dann war der Hebel hoch, da konntest du dich festhalten. Ja, heutzutage kann man das glaube ich nicht mehr machen. Und früher war ja, wo wir den neu gekriegt haben, ging die Kurflügel bis hier unten her. Stimmt, die gingen ja ganz runter bis hier unten her. Hm. Aber die haben wir in den 30, 40 Jahren jedes Mal, jedes Jahr, wenn sie TÜV war, immer Zentimeter weg. Zentimeter weg, weil wieder waren sie kaputt, war was gegen gekommen oder abgerostet. Und das ist jetzt Endstadion. Ne? Also jetzt ist ja. Ja, so. Weiter. Viel mehr kannst du nicht mehr abschneiden. Nee, jetzt kannst du nicht mehr abschneiden. Geht das über Decki alles? Ja. Ja, ja. So, oh Gott, ja. Oh, da ist ja schon lange nicht mehr drauf. Die Überrollbügel wurde auch zusätzlich aufgebaut. 1973. So sieht das hier aus als Fahrer. Ja. Hier hat man ja, das weiß ich sogar alles noch. Hier ist Gas, ja. Bremse, Kupplung, Handbremse, ne? Ja, hier schaltet man. Hat ein normales Fünfganggetriebe, ja. Ist ja da abgebildet. Genau. 5 vorwärts und 1 rückwärts. Ja. Hier zum Anlassen ist extra auch noch ein Schild da. Ja. Ich geh mal ein bisschen näher ran. Ja. Gibt es heutzutage alles gar nicht mehr sowas. Nee. Ja, ist hier noch für die Druckluft. Bahnzeige? Nee, das ist Öldruck, Motoröldruck. Nee, hier unten war da unten ist Druckluft, ja, für die Kessel. Hier oben Öldruck. Ja. Hier haben wir die Stunden. Betriebsstunden. Und da ist Wassertemperatur. Aber der hat jetzt, also du weißt nicht, wie viel Betriebsstunden er insgesamt drauf hat, oder? 20.000 würde er runter haben. Ja? Ja, ja, ich habe den alten Betriebsstundenzähler, der hat 14.000 oder 15.000 runter. Mhm. Und da ist schon mal einer reingekommen. Also der hat dicke 20.000 Stunden runter. Ja, Wahnsinn. Der hat natürlich immer, wenn du Zündschlüssel reinmachst, eine Stunde gezählt. Ne? Hm. Ja. Also nicht jetzt hier, ob er jetzt in der Volllast läuft oder im Leergang, im Leerlauf. Ne? Er zählt immer eine volle Stunde. Ihr habt ja damit Holz gerückt und landwirtschaftmäßig habt ihr damit auch was gemacht? Ja, wir hatten früher hier so einen Dreischarflug hinter. Ja. Der hatten wir ja hinter auch. Der wurde nie an der. Wo haben sie denn den angehängt? Ach, der wurde, das war so ein Flug zum Ziehen. Der wurde, glaube ich, hier angehängt oder an die andere Ackerschiene. Ja, ja, ja. Weil der hat ja keine Hydraulik. Ja. Ja, ja. Ja, wie macht man das, wenn der Flug im Boden ist und wie kriegst du den wieder hoch? Da musstest du ziehen, hast du ein Seil gehabt, hast du gezogen, hinten ein Rad ruhiger und ist der Flug hochgegangen. Ah, hier. Dann hast du wieder rumgedreht, hast gezogen wieder, dann ging der Flug wieder in die Erde. War das der blaue Flug, der. Nee, der war uralt. Ach, der war im Zweiten Weltkrieg, der Flug, hätte ich bei gesagt. Das war so ein uraltes Ding, war das. Ja. Ja. Nee, gut. Ja, aber auf jeden Fall, wenn man starten will, muss man ihn noch vorglühen hier richtig. Das war Zündung an. Ja, Gang ist auch drin. Ja, ja, ich will ihn jetzt nicht anmachen. Hier glüht man ihn vor, macht man den Hebel runter und dann startet man. Ich glaube, irgendwo war das so ein Draht, der glüht, ne? Ja, der Glühüberwacher. Genau. Der wird dann rot und dann geht das ab, die Post, ja. Ja, dann wäre ich dafür. Du wolltest ja noch einen Stamm vorziehen. Ja, wir ziehen den nochmal oben, den einen, die Buche, die ich noch kaputt stelle, weil die ziehen wir mal vor. Genau, dann können wir das mal sehen, wie die Seilwinde hier so funktioniert. Und dann hören wir auch mal ein bisschen Sound, weil.
Das haben letztes Mal alle vermisst beim Fiat-Video. Alle wollten unbedingt Sound hören. Wir haben ja gestanden letztes Mal. Wir müssen also so nochmal. Ja, dann machen wir noch was. Alle wollten unbedingt Sound hören. Ja. Kommst du runter, junger Mann? Oh, Opa Titi kommt nicht mehr drauf. Ja, das ist klar. Wir wollten jetzt nochmal drauf und alles sagen, da kommst du nicht mehr drauf. Ich habe zu Hause ein altes Foto von meinem Vater noch und meinem Onkel, wo sie im Wald sind. Und unter dem Foto stand drunter, früher brauchte man PS und erfahrene Holzrücker. Ja. Und der Trecker war abgebildet. Das musst du heute mal jemandem zeigen. Ja. So, man sieht ganz gut hier, wenn man das Seil da nach oben zieht, hier ist keine Hilfe. Früher hatten wir natürlich, dieses System gab es früher nicht, wo wir den neu gekriegt haben. Was für ein System meinst du? Da war eine Schlaufe dran und ein Haken. So, ja. Weil früher wurden ja alles mit Ketten gerückt. Ja. Keine Seile, mit Ketten. Also wo wir den gekriegt haben jedenfalls. Hm. Ja? Da war ja ein dicker Haken dran, aber eine Öse und ein dicker Haken. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, also wenn du früher den ganzen Tag das Seil da gezogen hast, warst du auch platt, ja? Ja, kannst du ja auch mal ziehen. Ich weiß, ja, wie das ist. Berg runter geht es ja, aber ja, berghoch ja. Haben wir meist auch mal die Pferde vorgehängt. Ja. Und die Pferde vorgehängt haben die Pferdeseil hochgezogen. Da muss man überlegen, wie viel Arbeit früher da drin gesteckt hat, um einen Stamm rauszuholen. Ja. Dass man extra Pferde noch mitgenommen hat, die Seile hochgezogen haben. Kaum vorstellbar in der heutigen Welt, ne? Ja, aber wie gesagt, früher war das Holz auch, es wurde ja dann geschlagen oder abgeschnitten, geschlagen. Dann wurde es geschält, dann blieb es ja immer liegen, bis es trocken war. Es war ja leichter. Also für die Maschinen war das auch leichter, zum Ziehen alles. Ja. Heute ist ja gleich abschneiden, gleich weg. Ja, heute ist ja alles und morgen früh ist es ein Stück Möbel. Ja, ne? Heute ist ja alles nochmal Akkord. Richtig. So, und die Seilwinde, die wird angetrieben, muss ich Zapfwelle reinmachen. Stimmt, dafür ist der Hebel unten. Ja, gewesen, muss ich Zapfwelle reinmachen und dann kann ich den Hebel hochmachen, dann zieht die Winde ein. Und jetzt mal an. So kann ich den besser kaputt schneiden. Ja, dann ist auch alles zugewachsen. So, da haben wir in Hannemark auch mal ein Action gesehen. Ja, ist ja kein richtiger Action. Normalerweise hätte man im Wald mal richtig, wo man mal so ein paar Meter. Ne? Das machen wir demnächst mal, wenn du mal wirklich mal wieder Holz suchen bist. Dann kommen wir da mal einen Tag mit. Ja. Pass mal auf ein ziehendes Seil rein, dann machst du mal den Haken, dass er hier nicht wegkommt. Ja,
Original. Was? Dieser Haken hier. Diese Seilwinde hier von Schlank und Reichert, ja. Die hat unten durchschlitten, dass das Seil eine Seilführung hat. Ja. Das spult einmal rum, dann geht es eine Etage weiter, immer Stück für Stück. Hm. Jede Seillage und dann geht es wieder zurück, ja. Aber dadurch, dass ich jetzt hier ein etwas dünner Seil drauf habe, was weniger Durchmesser hat, ja, kommt es ein bisschen durcheinander. Ja, okay, ja. Aber für meine Zwecke reicht vollkommen. Für meine Zwecke reicht das, ja. Und es geht natürlich schwerer raus, das Seil. Weil du musst ja unten den ganzen Kasten immer ziehen, alles. Ja. Ja, okay, ich sag mal, für deine Hobbys reicht das. Aber früher hatten die Holzdrücker ja mehr Power wie heute. Heute ist ja nur noch Knopfdrücken oder Joystick. Ist doch. Ja, siehst du ja bei mir allein auf der Arbeit. So, ne? Das ist es doch. Früher hast du Hammer und Meißel gehabt, heute ist ja das riesengroße Bagger und. Richtig. Das ist nur noch Joystick-Bedienung. So, ja. Und das Schlimme ist ja heute, ne? Wir schaffen ja doppelte, dreifache, vierfache heute. Ist denn was über? Ne? Ist ja heute so. Ja, also wenn, das muss man auch dazu sagen, ja. Wenn man die Weiterarbeiter von früher hört, was die alles so an wie heißt das nochmal, wenn schlecht Wetter gemacht ja, haben, ja. Denn teilweise manchmal da ganzen Tage lang nur in der Bude saßen und Bier getrunken ja. haben ja. und gegrillt wurde haben. Wurde bezahlt, ja. Wurde ja damals bezahlt und trotzdem ist ja damals bei den Unternehmen ja irgendwie noch Geld übergeblieben. Ja, ne? Ja, früher war das ja staatlich alles. Ja, aber ich sag ja auch mal, in den anderen Branchen war es ja auch nicht anders. Ja. Ne, ob du nun Dachdecker warst oder sonst irgendwas oder Maurer. Damals wurde alles früher ruhig und gelassen gemacht. Und trotzdem ist ja Geld übergeblieben. Heutzutage ist das nicht mehr möglich irgendwie. Ja, so ist das. Ja, zu der Seilwinde noch was zu erzählen gibt es nicht. Der Sitz ist auch nicht original. Da habe ich mal einen anderen drauf gebaut. Das ist ein Sitz aus. Ich hatte ja auch mal einen LKW, Magirus Deutz. Ja, schon, den haben wir schon lange nicht mehr. Den haben wir schon lange nicht mehr, aber der fährt noch und da ist der Sitz noch aus, ja. Der ist echt aus dem Magirus Deutz. Ja. Das ist noch ein Sitz von den Nikolaus Knaufwerke. Ja. Der hat der Magirus ja mal gehört und da habe ich aus drei Magirus Deutz eingemacht. Ja. Und da ist der Sitz noch raus. Ja, schade, dass du den nicht mehr hast. Ja. Schönes Ding. Ja. Ja, dann müssen wir nochmal, wenn wir nochmal was machen, ein bisschen mit wegen Action oder was, ne? Ja, genau, da machen wir dann nochmal in der Herbstzeit oder so, wenn wieder Holz gerückt wird, dann können wir da nochmal was machen. Besetzen. Weil das ist ja alles hier. Und wie gesagt, mit dem Trecker haben wir auch etliche Male früher auch Langholz gefahren. Wir hatten so einen alten Langholzwagen und da haben wir auch hier für die Sägewerke und so haben wir auch früher, mein Onkel und mein Vater, haben wir immer Holz gefahren auch noch. Das wurde dann auch mit Seil aufgeladen oder mit den Händen draufgerollt. Ja stimmt, das ist doch mit den alten Langholzwagen, den du hast, oder nicht? Da hast du da auch... Nee, den alten hat Carsten gehabt, den ist auch verschrottet, der ist weg jetzt, der alte Wagen. Ja okay, den kenne ich ja auch noch. Der Langholzwagen, den ich habe, der ist ja von den Uhr. Ja. Da war hinter ein Unimog hinter. Ja, aber da kannst du ja auch mit den Seilen aufladen. Mhm. Das hast du ja auch schon mal gemacht, ne? Der ist auch mit Seil aufladen. Ja. Wäre auch mal interessant, sowas zu machen, ja. Um zu zeigen, wie das noch geht. Oder wie schwierig das ist. Heutzutage hat jeder LKW einen Kran drauf. Sag ich ja, sitzt drauf, fertig. Ja. Und früher, was ist das für eine Arbeit eigentlich? Musstest du jeden Stamm auf zwei, hast den Seil gepackt, dann hast du hochgezogen, musstest wieder runter, die nächsten rein. Ja. Ja. Das könnte man vielleicht auch mal machen. Ja, damit beende ich jetzt das Video. Wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Und ja, falls ihr Fragen habt, könnt ihr das auch mal unten in die Kommentarspalte reinschreiben. So, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss.